Ja, alles zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, ich würde sagen, so langsam aber sicher nervt mich diese Stadt ein bisschen. Ich bin was am Überlegen, Freunde. Ich bin echt was im Überlegen, ob wir das so machen sollen. Ich mache jetzt noch einen Versuch mit einer Steuersenkung. So. Ob das jetzt Wunder bewirkt? Ansonsten. Gucken wir mal. Also, wir haben jetzt die Steuern gesenkt. Die sind arbeitslos, warum auch immer. Ich bin tatsächlich was am Überlegen. Was ich eigentlich verhindern wollte. Aber es scheint nichts anderes übrig zu bleiben. Weil wir wollten ja auch einige Infrastrukturprojekte noch machen. Es kostet zu viel. Es kostet zu viel, alles abzureißen. Aber das war jetzt meine Idee tatsächlich. Weil es scheint, dass wir tatsächlich grundlegendes Blaublüter fürchten. Blutsaugersteuer. Was? Das habe ich tatsächlich so vorgehabt. Freunde, ich würde sagen, ohne große Umschweife. Ja, ich habe langsam genug. Ich habe langsam echt genug. Es ist frustrierend, dass wir die Stadt nicht weiter aufgebaut kriegen. Stadtlöschen. So. Ja. Ihr wisst es jetzt. Ich habe mich wirklich dazu entschlossen, die Stadt zu löschen und noch einmal komplett von vorne anzufangen. Tatsächlich. Aber diesmal strukturierter. Ihr seht, wir haben genug Nachfrage. Das sollte uns jetzt erstmal nicht kümmern. Gut, ja. Dieser Gedanke ist mir jetzt gerade eben gereift. Tatsächlich in mir. Und ja. Ihr seht, ich habe die Hauptstadt aufgegeben. Es hat irgendwie keinen Sinn mehr gemacht. Und ich werde auch ohne Wasser eine Hauptstadt bauen. Oder sollen wir doch mit Wasser machen? Sollen wir doch mit Wasser machen, eine Stadt oder ohne? Weil ich kann mich auch erinnern, dass diese Brücken ziemlich schwer waren zu. Wobei, die Brücken. Gut, doch. Machen wir nochmal einen Fluss reinkommt. Aber diesmal einen steileren Fluss. Weil einfach. Ja, das so benötigt wird halt für die Brücken. Deswegen, so, dann machst du jetzt mal bitte hier ein bisschen gerade. Oha. Das will ich aber so jetzt nicht haben. wie gesagt, Freunde, wir machen jetzt uns einfach eine neue Hauptstadt. So, mit einer Steilklippe am Fluss. Einfach weichzeichnen. Nee, weichzeichnen brauchen wir nicht. Wir machen keine Strände dann tatsächlich. So. Weil damit wir hier vernünftige Brücken auch aufbauen können. Ja, dann lassen wir den Bereich hier so kommt. Okay. Ja, für euch jetzt eine ziemliche Spontanaktion. Aber wie gesagt, es ist nötig gewesen. Es ist einfach nötig gewesen. Ihr habt es gesehen. Ich hab mir so lange überlegt, was wir da machen können mit der Stadt. Aber ich glaube, irgendwas war da grundlegend falsch. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen,
bauen wir eine komplett neue Hauptstadt. So. Ich habe langsam die Faxe dicke gehabt hier. So, diesmal vernünftig. Diesmal vernünftig, weil wir wollten ja auch eine Autobahn und sowas haben, ne, in der Hauptstadt. Und da würde ich einfach mal vorschlagen, erhöhte Autobahn, ebenartige Autobahn. Wir haben natürlich Autobahnen zur Verfügung. Das Ding ist halt, die Kreuze sind halt riesig. Ne, schaut euch das mal an, das Autobahnkreuz ist riesengroß. Wo ich aber auch denke, dass wir hier keine Kreuze brauchen werden. So, aber Autobahn halt nur für stark frequentierte Strecken, also was machen wir denn jetzt hier außen hin? Als allererstes, ich denke, das war hier tatsächlich anfangen. Womit fangen wir an? Große Frage, womit fangen wir an? Wenn wir das strukturiert machen wollen. Ich werte jetzt auch komplett die Monorail tatsächlich und die Hochbahn hier sein lassen. Weil Luftverschmutzung, Stichwort Luftverschmutzung. Und Luftverschmutzung ist übel. In so einer Riesenstadt ist einfach übel. Und deswegen werde ich hier ausschließlich auf Busse und U-Bahnen setzen. Ganz genau. Und damit wir da den Verkehr unterirdisch regeln können, komplett. Na? Und genau, ich würde sagen, wir fangen mit Wohngebiet an. So. Gut, dann brauchen wir nämlich zwischen jedem Wohngebiet brauchen wir ein paar Parks. So, dann gib denen mal große Grünflächen. Ich mache das jetzt so ähnlich, wie wir das mit dem Vorort gemacht haben. So, dann Nachbarschaftshandel. Kaufen, kaufen. So. Da kommen sie nämlich auch schon, seht ihr? Bei einiger okay. Jaha. So, ihr seht, da kommen jetzt erstmal nur kleinere Häuser, weil wir haben halt noch keine Einrichtungen. Sowas wie Polizei und so. Das kommt jetzt hier hin, würde ich vorschlagen. Und dann machen wir das Ganze jetzt mal strukturierter und platzsparender auf jeden Fall. So, dann braucht ihr eine Feuerwehr. Dann braucht ihr ein Krankenhaus. Und eine große haben wir noch nicht. Verdammt. So, dann zieht erstmal nach. Oh, und ein Urlaubshotel oder sowas. Die ziehen aber nicht nach, okay. Das heißt, wir brauchen eine Schule. Erstmal eine normale Grundschule, so. Auch nicht. Vielleicht mit einem Bäumetrick, dass da höhere Gebäude kommen. Bäumetrick? Auch nicht. Das ist so langsam. So. Ja, doch, Bäumetrick, aber auch nicht so krass. Okay. Alles klar, ich verstehe. Dann müssen wir einfach noch mehr Einwohner bauen. Naja, wobei, ich würde das schon ganz gerne so lösen. So, hier fängt es nämlich schon an. Ne? Hier könnten wir eigentlich schon eine Allee aufmachen. Wir machen das Ganze jetzt viel strukturierter. So. Wartet mal gerade, mein Ohr juckt. So, dann macht mal 3x3er Gewerbe. Ah, nein, aber nicht so. Ich hasse das. So. 3x3er Gewerbe. Ich weiß, das war jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich schockierend, dass ich hier die... wie macht man das denn jetzt? So, genau. Dass ich jetzt hier die Hauptstadt abgerissen habe. Aber wie gesagt, es scheint keinen Sinn mehr gehabt zu haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, egal was ich gemacht habe. Ich habe die Steuern gesenkt. Ich habe mehr Flächen ausgewiesen. Ich habe alles versucht. Und es klappt einfach nicht. Deswegen habe ich jetzt einfach beschlossen, okay,
Machen wir einmal komplett neu. Ja, es kann nur besser werden, sag ich dazu, ne? Und so ist es dann halt auch gekommen. So. Ah, wir müssen einfach neue Gebiete ausheben. So. So, ihr macht dann bitte aber auch mal eine Straße hier durch, genau. Und dann da hinten nochmal eine Bushaltestelle und U-Bahn-Station. Auch für die Arbeiter. Wir werden uns jetzt nämlich voll auf die U-Bahn verlassen. Weil dieses, die Runway ist auch ziemlich teuer. Wenn ich das hier so, wenn ich das so mal so anmerken darf. Und, genau. Dann machen wir mal hier weiter mit Gewerbegebiet. So. Und ja, dann freue ich mich einfach, dass ihr hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Auch wenn wir jetzt hier die Hauptstadt abgerissen haben. Aber Freunde, es war echt nötig. Also, ich habe da keinen Ausweg mehr gesehen aus der Situation. Das müsst ihr aber auch verstehen, dass da manchmal ein Punkt kommt, wo man nicht mehr will. Und, naja. Dieser Punkt war bei mir halt da. Und ja, deswegen versuchen wir es jetzt einfach mal auf ein neues. So. Wie viele Jobs haben wir denn gerade? Jobs und Bevölkerung? Wir brauchen Wasser. Okay, wir brauchen Wasser. Nachbarschaftshandel. 3000 und Müll bitte exportieren. So. Wollen wir die Probleme gar nicht erst aufkommen lassen, nicht wahr? So, dann versuchen wir noch einmal den Bau ein bisschen zu beschleunigen. Ja, nicht wirklich. Okay, das heißt, wir brauchen einfach mehr Gebäude. Wo geht ihr arbeiten? Geht ihr hier in der Stadt arbeiten? Ihr geht hier in der Stadt arbeiten. U-Bahn wird zwar noch nicht genutzt, aber das kommt noch. Okay. Und ich werde auch das Ganze sein lassen mit... Aber der Bus wird genutzt, das ist gut. Ich werde auch das Ganze sein lassen... Hä? Wie Arbeiter 0? Naja, gut, okay. Die arbeiten alle gar nicht hier. Die Säcke. Okay. Ich werde auch das Ganze sein lassen mit den Mautstationen, weil es könnte sein, dass das auch dazu beigetragen hat... Das war das Problem, am Ende gekriegt haben. Und deswegen, also wir hatten dann Verkehrsprobleme und ich hatte ja gesagt, dass Verkehrsprobleme bei SimCity 4 nicht lösbar sind. Für mich. Was ich immer noch glaube, aber wie gesagt, ich mache jetzt einfach einen neuen Versuch. Toll, die blunder direkt, ne? Aber ist okay. Einfach mal einen neuen Versuch wagen. Um dann zu sehen, okay, ist Verkehrsproblem wirklich lösbar oder nicht? Ach, Freunde! Wir haben gar kein Wasser! Ja, das fällt mir jetzt gerade erst auf, ne? Tolle Wurst. Die haben alle kein Wasser! Ja, deswegen. So. Ja, und da kommen auch schon die Gebäude. Alles klar. Genau. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass dieser Versuch jetzt ein bisschen besser wird. Ich meine, ihr seht es ja schon, ne? Die Gebäude kommen schon. Zack und zack. Ach, ist das wieder falsch aufgebaut worden da. Das ist so nervig, ne? Dass die oft immer hier so komisch... Hallo? Ah, okay, wunderbar. So, genau. Gut, das heißt aber auch, wir müssen in Gesundheit und Bildung hier Schulbusse und Ambulanzen hochschrauben, so. Und einfach mal ein bisschen abwarten, so. Bisschen abwarten einfach. Und dann kriegen die jetzt auch nochmal ein paar Parks. Die neu zugezogenen, so. Weil ihr seht, die Parks, die machen echt was aus hier.
Sims suchen Büros. Hört man gerne, aber... Ja, doch, hört man gerne eigentlich. So. Wow, ja, okay. Das nenne ich mal Jobs. Nachbarschaftshandel. Müll exportieren, Wasser, Meer. So. Das nenne ich mal Jobs, auf jeden Fall. Ah, kleine Geschenkchen hier. Das geht schon los. So, dann haben wir 1149 Jobs. Und die Jobs hier... Es sind eigentlich auch schon genug, ne? Aber... Ja, ich würde vorschlagen, dass wir das so machen. Dass wir jetzt hier einfach ein neues, nochmal ein neues Wohngebiet aufmachen. Mach das mal so hier, so und zack. Wieder ein Geschenkchen. So. Und jetzt lasse ich tatsächlich auch erstmal die Steuern unangetastet. Ne? 6, so, so, genau. Die Steuern bleiben jetzt unangetastet. Einfach um da zu verhindern, dass wir da irgendwelchen Mist aus den Steuern kriegen. Deswegen lasse ich das erstmal sein. Erst wenn wir genug Einwohner haben, dann senken wir die Steuern. So, dann genau. Da kommen sie doch schon hier. Wunderbar. Parks. So. Und dann mal schauen. Ach, guck mal, da kommen schon die ersten kleinen Bürotürme. U-Bahn-Netz ist da. So. Ja, genau. Und dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Wir haben jetzt noch 400 sind wir noch im Minus. Dann machen wir hier jetzt einen Gewerbekomplex hin. Jetzt hört doch mal auf mit den Geschenken. So, Allee. Wobei, dann würde ich das vielleicht sogar zu einer Autobahn ausbauen. Aber die Autobahnauffahrt ist auch ein bisschen tricky. Ebenerdige Autobahnüberführung, guckt mal. Ja, wobei, ja, also das frisst schon Platz, muss man sagen. Aber jetzt nicht so schlimm. Also, das kann man drüber nachdenken, definitiv. Aber erstmal brauchen wir weitere Gewerbegebiete. So, gut. Dicke, dicke, dicke. Geile Wucke. So. Da kommt auch der Spaß endlich mal wieder zurück hier in die Hauptstadt. Also, das war die letzte Folge ja wirklich nur noch Arbeiten. SimCity Hauptstadt Arbeit. Prinzip, ne? Kein Vergnügen mehr. So. Wir suchen Büros. Ja, ihr habt Büros. So. Und wir brauchen wieder Wasser, beziehungsweise... Doch, wir brauchen wieder Wasser. Okay, Nachbarschaftshandel und mehr Wasser kaufen. So. Wunderbar. Jau. Wir brauchen schon wieder Wasser. Jetzt geht's aber los hier. Ja, okay. Jetzt geht es aber los. Ja, wir sind immer noch bei minus 300. Das ist, weil die Einwohner sich hier so langsam aufbauen, ne? Noch einmal den Bäume-Trick. Aber... Der bringt gerade nicht viel, habe ich das Gefühl. Doch, okay. Ein bisschen was. Ein bisschen was bringt der. Nicht viel, aber so große Grundschule haben wir noch nicht. Städtisches Museum können wir aber hier aufbauen. Oh, und wir brauchen Strom, Strom, Strom. 2000 Megawatt. Jau, okay. Jetzt kommt die Bürotürme hier so langsam. Genau, das sind schon 500 Jobs. Und genau.
Ja, die Einwohner. Was ist denn, was habt ihr denn schon wieder? Nix, okay. Nee, das ist einfach so. Alles klar. Dann macht das hier noch. Können wir das hier. Hier eine Allee hinziehen, ne? So, dann macht das mal zu einer Allee. Genau. Alles klar, dann kommen hier nochmal Parks rein. Na, ihr seht's, ne? Ich mache jetzt so die ein oder andere Sache, mache ich jetzt schon mal anders. Lass das mal frei. Damit wir da eine Straße hinbauen können. So. Ihr seht's, ne? Die ein oder andere Sache mache ich tatsächlich schon anders. Ich möchte nicht mehr in die Falle tappen mit dem, dass überall Stau und so ist. Das ist doof. Das ist echt doof. Gut, dann hier weitermachen. Bus und U-Bahn. Und wie gesagt, ich werde dieses oberirdische Schienensystem sein lassen. Ich werde jetzt voll auf die U-Bahn setzen. Weil, wie gesagt, weniger Luftverschmutzung. Ne, ist einfach immer besser, weniger Luftverschmutzung. So, dann gucken wir mal in den Stadtverordnung. Apropos weniger Luftverschmutzung. Vereinigungsverordnung zur Luftreinheit. So, wunderbar. Können wir doch direkt schon gucken, Luftverschmutzung. Nur hier ein bisschen was, aber auch jetzt nicht so viel. Ja, also das passt schon so, denke ich. Wunderbar. Dann haben wir auch schon 2400 Einwohner und da kommen schon die Nächsten. Dann kommen auch schon die Nächsten. So. Dann machen wir hier einen kleinen Bäumetrick. Und dann würde ich... Ein Feuer. Okay. Ja, stimmt. Wir brauchen eine neue Feuerwache da. Hä? Alles klar. Aber haben wir eingerichtet. So, und dann... Sagt mal, ist das hier... Nee, das ist so. Okay, das ist einfach so. Irgendein Geschenk? Nein. Okay. Nicht weiter schlimm. Aber ihr seht es halt, ne? Massig Jobs... Aber irgendwie wenige Einwohner. Das wird sich aber früher oder später umkehren, deswegen. So, da machen wir mal hier so, genau. Und dann hier und dann zack. Und dann einfach hier nochmal ein paar Einwohner. So. Hier können wir die nochmal anbinden ans Verkehrs... Nein, nee, die sind schon angebunden, okay. Die sind schon angebunden. So, wie sieht es hier mit dem Verkehr aus? Kein Stau. Ja gut, weil noch wenig los ist, aber... Ist schon nötig so. Schon so gewollt. So, Sims suchen wieder Büros. So, dann machen wir denen nochmal eine Gewerbefläche. Und genau, einmal hier hin und einmal hier hin, weil auf der anderen Seite ist schon eine Station... Ist schon eine Station. Und genau, dann haben wir das zumindest schon mal. Und dann können wir hier schon weiterbauen. Gewerbegebiete. Weil wie gesagt, wichtig ist einfach noch keine Hochhäuser. Erst wenn sie die wirklich selber bauen. So. Ach, und da kommen sie schon, oder was? Und da kommen sie schon. Oha. Das geht aber ein bisschen schnell, muss ich sagen. Hehehe. Seid ihr lustig. So, 240. So, zack hier. Ah, jetzt. Okay. Jetzt haben wir gerade den Punkt erreicht. Ne, wo wir tatsächlich auch eine große Grundschule bauen können. Dann die kleine hier abreißen. So, große Grundschule. Warum? Moment. Okay. Ich muss einen Park abreißen. So, einmal große Grundschule, dann einmal Bücherei.
Dann haben die nämlich hier alles, was sie brauchen, um tatsächlich zu wachsen. So, und schaut euch das an. Da kommt schon das erste Hochhaus. Pff, warum auch immer. Aber jo. Oh, und wir haben Blackouts. Moment. Jetzt geht's nämlich ab hier. Jetzt geht es nämlich richtig ab. Schaut euch das an. Ja. So, große weiterführende Schule. Die machen wir denen mal, ja, sagen wir mal hier hin. So. Na, jetzt geht's ab. Schaut euch das an, das Wachstum. Da kam hier auf einmal der, ja, das Hochhaus und, genau. Da kommt ein neues Hochhaus. Die sind alle arbeitslos. Oh Mann. So, aber Jobs sind in Aussicht, keine Sorge. Gut, Nachbarschaftshandel, das sieht doch, der Staat hier sieht schon sehr vielversprechend aus. Muss ich sagen. Also da bin ich echt, gespannt. So, Gesundheit und Bildung. Gesundheit kann hoch. So, da bin ich jetzt mal gespannt. So, dann lasse ich das jetzt mal ein bisschen laufen. So, dann kommen die Arbeitslosen nämlich weg und da kommt wieder ein Geschenkchen. Danke, nein. So. Was kommt da denn schon wieder für stylische Büros hier? Also mittlere R&P Properties. Okay. Nein, nicht so viele Geschenke. So, verdammt. Ach, Moment, ich muss noch was umstellen. Was Wichtiges muss ich umstellen. Hier, alles Deal auf einmal. So. Genau. Dann machen die hoffentlich nicht mehr so viele Geschenke. So, wie sieht's jetzt aus mit dem Verkehr? Ja, auch noch in Ordnung, ne? Luftverschmutzung. Hm. Ganz minimal. Aber ist halt auf der Allee. Ne? Das ist halt kein Wunder. Werden die U-Bahnen genutzt? Die werden genutzt, sehr gut. Alles klar. Warum? Nochmal speichern, bitte. So, warum bist du? Gering, hoch, gering. Verkehrsgeräusch, Pendelverkehrmittel. Ja. Hm. Verkehrsgeräusche, aber wie soll ich das machen, bitteschön? Die fahren schön mit der U-Bahn, finde ich gut. So, und dann können wir ja eigentlich hier auch mal ein paar Parks hinmachen. Genau, und dann hinter den Parks dann beziehungsweise Plazas hinmachen, genau. Und zack, da kommen schon die nächsten Gebäude. Und dann hier hinter halt die Bewohner, ne? Genau, auch 3x3 Felder werde ich hier tatsächlich nutzen. Weil wie gesagt, irgendwie die 4x4, die sind zwar sehr geil anzusehen, aber da muss man aufpassen mit, habe ich das Gefühl. Wenn es zu viele große Gebäude werden, dann ist da ganz schnell, ja, soll man sagen, ganz schnell zu viel des Guten. Und dann muss man wieder von vorne anfangen, so wie ich es gemacht habe. So. Promisins glauben an Bürgermeister. Jo, mach das mal hier hin. So. Ah, gut. Dann haben wir noch eine Privatschule. Sehr gut. Eine Vorschule, die packen wir auch hier vorne hin. Die sind nämlich gratis. Das Gratis-Schulen, das ist das Gute. Und so, dann haben wir hier auch nochmal eine Bürgermeisterstatue. So. Dann können wir hier nochmal Grünflächen reinmachen. Ganz genau. Und genau, dann warten wir einfach mal ab. Oh, was kommt da Schickes da oben? Top-Polizisten vor der Monetenflugschrauber. Ja, das könnt ihr gerne haben. Könnt ihr gerne haben. Und zwar hier.
genau. Schön effizient am besten. Dann machen wir mal die Bildung mal wieder ein bisschen hoch. So. Genau, und dann haben wir doch schon... Oh, die Folge ist voll, meine Güte. Ja, ich sag mal so. Von 800.000 Einwohnern auf 20.000 Einwohner reduziert. Aber dafür jetzt hoffentlich mit einer besseren, mit dem besseren Plan, was alles angeht. So, machen wir nochmal einmal hier diesen Bäume-Trick. Und wir brauchen wieder Energie. Energie. So. Okay. Genau. Dann Nachbarschaftshandel, Energie nachkaufen. So. Alles klar. Dann passt das. Sind wir auch wieder schön im Plus. Wunderbar. Und da kommt schon wieder, da kommt schon der... Das gibt's nicht. Da kommt ein Hochhaus. Oh mein Gott. Reichsgewerbe geht groß. Und das gibt jetzt wieder einen Wachstumspush. Nehme ich mal an. Nachbarschaftshandel. Wasser importieren. Ja, importieren. Das Müll unbedingt exportieren. So, genau. So. Ja, das sieht doch gut aus. Kommen alle mit dem Auto. Finde ich jetzt nicht so doll, aber gut. Wie sieht es hier mit der Luftverschmutzung aus? Ja. Ist halt im Zentrum, ne? Da ist auch hier schon wieder. Was habt ihr denn schon wieder? Müll gering, Verschmutzung gering. Ist doch alles okay, außer... Ja. Außer Verkehrsgeräusch und Pendelverkehr, aber da kann man nichts dran machen gerade. Gut, liebe Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht in unserer neuen Hauptstadt, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.